Ciao. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie im letzten Video angekündigt, jetzt Zeit für Creeping Death. Und ja, was will man zu dem Song oder großartigen Song sagen? Ist einer der Klassiker. Bestimmt auch schon, also auch schon mal tausendmal gespielt mit, also einer der Standards, sage ich jetzt mal. Und auch einer der Lieblingssongs von vielen Metallica-Fans. Deswegen, ja, genug gesabbelt. Wir schauen uns jetzt die Performance an. Metallica, Creeping Death, live in Frankreich auf dem Hellfest. 29. Juni 2024. Are you ready? Are you ready? Oh, da regnet es ein bisschen. Oh shit. Oh,
Yeah! Ja, Freunde, Christian Deathbach. Ja, das. Also. Ah, ja, geil. Das ist ein geiles Bild. So, Freunde, ja, Creeping Death, einer, der auch sehr, sehr oft gespielt wurde in den letzten Jahren. Also, mich würde es nicht wundern, wenn sie noch nicht die 1000 geknackt haben. Und können wir ja mal im nächsten Video mal gucken. Und ja, sehr geile Performance, guter Opener. Ah, man musste einfach mit Headbang. So ist einfach so. Ist einfach so. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also nicht mehr viel zu sagen. Also war eine geile Performance. Also klang sehr, sehr gut. Also ja, was will man dazu noch sagen? Echt super. So. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, wir gucken uns irgendeinen Metallica-Song an. Oder hören uns einen an. Ne, ich denke mal, danach haben sie dann das Wochenende im Warschau gespielt, glaube ich. Also war, glaube ich, Warschau, Madrid und dann haben sie eine kurze Pause und dann sind sie dann wieder in den Staaten. Bis September. Oder Amerika und Südamerika. Und ja, mal gucken, ob wir da noch das eine oder andere Highlight, ob da noch irgendwas kommt. So, weiß nicht, an Songs. Wie gesagt, ich wiederhole mich auch in den letzten Videos, dass da mal wieder so ein Song kommt, wo man, boah, mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Zum Beispiel wie in München, als Wolf and Man gespielt haben oder Ina Morata. Ob sie da jetzt mal wieder so ein Klassiker, ja Klassiker jetzt nicht, aber einfach so ein Song raushauen, den sie ewig nicht mehr gespielt haben. Broken Beaten Scarred fällt mir gerade ein. Aber ich will jetzt noch nicht spoilern, aber da ja, also heute ist der 13. Juli und apropos 13. Juli vor, muss ich überlegen, vor 39 Jahren hatten, jetzt krasser Themenwechsel, ich weiß, hatten Queen den legendären Auftritt bei Live Aid. Und Live Aid brauche ich, glaube ich, nicht erklären, war einer der, das war wirklich, ja, Live Aid, das war auch ein Zusammentreffen von vielen Stars. Und die haben umsonst gespielt und für die
Hungersnote in Afrika oder Äthiopien war es, glaube ich, Äthiopien. Und Queen war natürlich da der absolute, also wirklich, die haben wirklich einen die Show gestohlen. Und wenn ich jetzt noch Zeit hätte, könnten wir ja mal das Konzert zusammen nochmal angucken, weil es geht ja nur 20 Minuten. Aber da ich ja bald, oder wir gleich Besuch kriegen und nachher noch wohin müssen, schaffe ich das heute leider nicht. Vielleicht morgen. Mal gucken, mal gucken. Also, Live Aid ist auch ein Konzert, was man sich mal wieder gerne mal angucken kann. Also, ist auch, ja. Ja, wo war ich? Ja, Metallica hat ja gestern die erste Show in Madrid gehabt. Madrid war auch, also ist auch der letzte, das letzte Konzert in Europa. Und da haben sie Cyanide gespielt von Death Magnetic. Und Cyanide auch einer meiner Lieblingssongs. Und den haben sie auch letztes Jahr auch nur einmal gespielt in Paris, glaube ich. Und mal gucken, was morgen noch durch die, ob sie da noch irgendeine Überraschung raushauen. Bin mal gespannt. Also Cyanide habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass sie den wieder spielen. Aber lass uns überraschen, ne? Wenn wir dann auf die Madrid-Videos uns angucken, gehen wir natürlich wieder auf die Setlist ein. Aber erstmal kommen ja erstmal die Videos von der Warschau-Show in Polen, also die Polen-Shows. Polen-Shows. Ja. Gut, genug gelabert. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, guckt euch gerne mal die anderen Reaktion-Videos an oder auch das eine oder andere Drum-Cover-Video. Drum-Covers werden erstmal jetzt nicht kommen, weil ich erstmal die Zeit nicht dafür habe. Und da wir auch vor ein paar Wochen oder vor 2 Wochen Nachwuchs bekommen haben von 2 Katzen, wollte ich jetzt nicht schon, wenn sie sich gerade hier so ein bisschen dran gewöhnen hier. Also die haben sich schon gut eingelebt, aber ich möchte denen noch ein bisschen mehr Zeit geben, bevor ich mit dem Schlagzeug anfange. Und dann sieht man die erstmal den Rest des Tages nicht wieder, weil sie erstmal den Stress erstmal verdauen müssen und unterm Sofa hocken. Und ja, vielleicht mal gucken, vielleicht gucke ich mal, was in der Nähe so gibt, ob ich da irgendwie mein Schlagzeug dahin irgendwie erstmal hinstellen kann. So ein Übungsraum, so in der Umgebung hier. Ich guck mal, ich guck mal. Erstmal ein paar Wochen wird erstmal geheiratet und dann sehen wir weiter. Und außerdem, einmal die Woche habe ich ja Bandprobe, also komplett auf Schlagzeug verzichten muss ich jetzt gerade nicht. Ist ein bisschen weniger jetzt, ne, früher oder so vor Corona, als ich das Schlagzeug noch auf meinem Dachboden hatte, konnte ich ja spielen, wann ich Lust hatte, ne? Und na klar gab es dann auch natürlich auch mehr Drum-Cover-Videos. Aber jetzt so, jetzt auf Metallica-Videos zu reagieren, macht mir wirklich sehr viel Spaß und wie ich die aufrufe und mir angucke, kommt das auch sehr, 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 sehr gut an. Und das freut mich auch wirklich sehr. Und auch den einen und anderen neuen Abonnenten habe ich auch noch dazu gewonnen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, ob ich mal ein altes Spiel mal wieder spiele und das mit euch zusammen zocke. Also mal gucken, vielleicht auch streamen auf YouTube oder Twitch. Mal gucken. Aber was natürlich dieses Jahr auf meiner To-Do-Liste noch steht, ist erstmal noch einen besseren PC zu holen. Den PC, den ich hier habe, der ist auch gut, aber den wollte ich mal bisschen aufmotzen, aber da gibt es keine Teile mehr und lieber. Mir wurde gesagt, kauf dir lieber einen neuen Gaming-PC, bevor du da Geld reinsteckst. Und ja, der ist, glaube ich, Baujahr 2017, 18. Also noch relativ gut. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt so ein mega großes Spiel wie, nehmen wir mal an, so wie GTA 5 oder das neue GTA 6 drauf installieren will und dann auch streamen und so, ich denke mal, das kriegt er, glaube ich, das
kriegt der PC nicht mehr mit. Das packt er nicht mehr. Deswegen auf meiner To-Do-Liste ein neuer Gaming-PC. Und ja, ich denke mal, vielleicht schenke ich mir den mir selber zu Weihnachten. Mal gucken, mal gucken. Eins nach dem anderen, ne? So, deswegen, ja, Freunde, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao.